Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video der Firebase Tutorial Serie. Nachdem wir uns letztes Mal der Firestore Datenbank gewidmet haben, geht es heute um die Authentifizierung in unserer Applikation. Denn wir wollen natürlich nicht, dass jeder immer überall alles lesen und schreiben kann, sondern wir wollen auch ein Anmeldesystem implementieren, um einfach Firebase auch ein bisschen besser demonstrieren zu können, da es einem sehr viel in der Authentifizierung abnimmt. Deswegen, heute das Ziel, einen Nutzer zu erstellen und sich einzuloggen. Wir gehen dazu auf unsere Firebase-Konsole und sehen in dem Reiter Authentication unsere Nutzer. Wenn wir noch keinen zu haben, dann sieht es folgendermaßen aus. Und es könnte auch sein, dass bei euch noch so ein Vorschau-Banner steht mit Los geht's, da einfach kurz draufklicken, dann kommt ihr auf diese Seite. Wir müssen als erstes eine Anmeldemethode einrichten. Firebase bietet hier verschiedene Methoden an und Anbieter an, was sehr cool ist, denn wir müssen uns hier um nichts kümmern und können einfach mit dem Client-SDK super einfach uns einloggen später. Als Standard Login-Mechanismus nehme ich einfach jetzt mal E-Mail-Adresse und Passwort und klicke hier auf Aktivieren, auf Speichern. Und jetzt können wir auch schon Nutzer anlegen. Wir sehen bei User, es ist noch kein User erstellt worden. Ja, jetzt können wir auch in unserem Projekt hier reingehen und das Ganze anfangen. Wir haben hier in der Firebase.js nach wie vor Firestore importiert, müssen jetzt aber auch das Auth-Modul importieren. Das heißt, wir sagen hier Firebase und Auth als Import und können das Ganze jetzt auch exportieren. Und sagen const auth ist gleich firebase.auth, ähnlich wie Firestore initialisieren, kann auch hier das auth-Modul initialisiert werden. Das Ganze exportieren wir natürlich auch, damit wir es auch in anderen Dateien benutzen können. Und bisher scheint alles zu funktionieren, wir bekommen keine Fehler. In der App.view wollen wir jetzt natürlich erstmal einen Nutzer erstellen. Das Ganze wird jetzt sehr testweise erstellt werden, zur Demonstration, wie man einen Nutzer erstellt. Später kann man das natürlich ganz anders gestalten, in Form eines Formulars zum Beispiel oder auch einer Admin-Ansicht, in der man dann Nutzer erstellen kann. Heute begnügen wir uns erstmal mit der Mounted-Funktion, in der wir jetzt einfach einen Nutzer erstellen. Dazu kommentiere ich aber kurz das andere hier aus, denn wir wollen das jetzt gerade noch nicht lesen. Jetzt sehen wir auch die Fehlermeldung, Firebase is defined but never used, genau. Deswegen nutzen wir das ganz schnell jetzt auch, damit der Fehler verschwindet und sagen einfach firebase.auth, denn das ist jetzt auch wieder das exportierte Modul. Und da sagen wir jetzt folgendes, create user with email and password und können jetzt hier zwei Strings mitgeben, einmal die E-Mail-Adresse und einmal das Passwort. Hier ganz wichtig, nicht nachmachen, ich werde jetzt ein extrem unsicheres Passwort einfügen oder, nee, wisst ihr was, ich erstelle jetzt ein random Passwort in der Konsole. Muss ich gerade mal schauen, wo meine Konsole ist. Ihr könnt natürlich da irgendwas verwenden, aber es macht durchaus Sinn, da ein random Passwort sich erstellen zu lassen. Meins wird jetzt eh öffentlich sein und ich muss es wieder ändern, aber es macht durchaus Sinn, da nicht irgendwas zu nehmen, sondern eben etwas einigermaßen sicheres. So, jetzt haben wir hier ein Passwort. Das Ganze kopiere ich und füge das Ganze hier ein. Ja, ganz gutes Passwort eigentlich. Und jetzt können wir auch sagen, create user with email and password, genau, das passt. Wir bekommen ein Promise zurück und sagen deswegen, then, wenn es geklappt hat, dann bekommen wir die Credentials zurück und können den User einmal ausloggen. Das ist gleich userCredentials.user und geben den noch in der Konsole aus, dass wir es auch sehen können. Hier sagen wir newly created user user. So. Es hat funktioniert. Wir müssten jetzt auch in der Konsole, vermutlich, weil ich jetzt gespeichert habe,
auch schon den neuen Nutzer sehen können. Da wechsle ich einmal hier rüber und dann sagen, ah, dann sehen wir hier, okay, auth create user with email and password is not a function, weil ich hier create user falsch geschrieben habe. Das Ganze muss camel case sein, with email and password. Jetzt scheint es auch zu funktionieren. Und wir sehen auch, ja, ein neuer Eintrag in der Konsole. Newly created user ist jetzt folgendes Objekt. Da sehen wir ganz viele Dinge hier drin. Wir sehen zum Beispiel die E-Mail-Adresse, ob die verifiziert ist. Wir sehen is anonymous. Wir sehen Metadaten, last sign in time, etc. etc. Also sehr viele Daten, die wir jetzt darüber bekommen. Und auch eine UID, die später noch wichtig wird. Das Ganze schauen wir jetzt uns auch in der Authentifizierungskonsole an. Hier einmal neu laden und wir sollten jetzt auch schon den neuen Nutzer sehen. Jawohl, hier ist er gelandet mit dieser Nutzer-UID, die wir gerade auch gesehen haben. Ganz cool ist auch hier die Möglichkeit, wieder das Passwort zurückzusetzen, das Konto zu deaktivieren oder auch löschen. Ja, jetzt haben wir zwar den Nutzer erstellt, sind aber trotzdem noch nicht eingeloggt. Deswegen werde ich jetzt einmal noch mich selbst einloggen. Werde das hier auskommentieren. Und als nächstes werden wir jetzt wieder firebase.auth.signin with email and password. Ups. Und sagen hier wieder einmal net E-Mail gleich das hier und let pwd gleich einmal das Passwort kopieren. So, jetzt können wir hier das E-Mail und das Passwort pwd nehmen und bekommen wieder ein Promise zurück, indem wir jetzt auch wieder die User Credentials bekommen, ziemlich ähnlich, und sagen hier var user ist gleich user credential.user und das Ganze müsste jetzt auch funktionieren. User is assigned a value but never used, genau, auch nochmal ausgeben. Logged in user. User. So, das Ganze ist natürlich in der Mounted-Funktion noch nicht ganz so sinnvoll. Es war jetzt einfach nur zu demonstrieren. Wir werden auch sehr schnell in der Serie dann eine reale Applikation erstellen. Ich habe mir da gedacht, ein bisschen Gedanken gemacht, wie wäre es, wenn man so eine eigene Smart Home-Zentrale entwerfen könnte. Dann kann man auch das Thema IoT noch ein bisschen einbringen. Ich weiß, es gibt da sehr viele Dinge, die es schon gibt, und da muss man auch nicht unbedingt das Rad neu erfinden. Ich denke, es ist nur ein cooles Projekt, um zu demonstrieren, wie einfach man mit Firebase auch alles von Grund auf machen kann. So, jetzt werde ich das Ganze mal speichern und wir sehen jetzt Logged in User. Okay, es hat funktioniert. Das heißt, denn sonst wäre diese Konsolenlog gar nicht da. Was wir natürlich jetzt auch noch machen können, zum Überprüfen, ob es auch wirklich funktioniert hat, in einem Catch den Error abzufangen, den Error Case abzufangen, falls zum Beispiel das Passwort falsch ist. Hier zum Beispiel, wir bekommen den Code zurück und wir bekommen die Nachricht zurück. Error Message. Gleich massive error.message und können das Ganze jetzt auch wieder ausgeben, indem wir sagen failed to log in, error code, error message. Und jetzt ändere ich einfach mal das Passwort, mache das gleich hier weg und aktualisiere. Jetzt sollten wir gleich sehen, ja, wir bekommen einen 400er. Failed to log in, auth wrong password, the password is invalid or the user does not
Have a Password. Ja, so viel dazu in diesem Video. Wir haben jetzt gesehen, wie wir einen Account erstellen, wie wir uns auch einloggen können. Das Ganze noch ohne UI, deswegen macht es momentan ja noch nicht den riesen Eindruck, aber wir werden im nächsten Video dann angehen, das Ganze in der UI zu machen und dann auch unsere App dementsprechend aufzubauen, dass man auch mehrere Seiten hat, eingeloggt, nicht eingeloggt, damit man das einfach ein bisschen besser darstellen kann. In diesem Sinne, wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen, kommentieren, wenn euch was nicht gefallen hat oder auch wenn euch was gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.